Mein lieber Fischer, im Juli hast du die Aufgabe, dein Selbstvertrauen zu verstärken. Denn du hast in letzter Zeit die Tendenz gehabt, zu viel Rücksicht auf andere zu nehmen. Es wird wichtig sein, zu erkennen, wie du am besten ein Ziel erreichst und wie du eine Situation zu deinem Vorteil nutzen kannst. Auch wenn diese nicht einfach ist. In deinem Alltag stellt sich die Frage, inwiefern du oder jemand anders eine Erwartung erfüllt. Was deine Finanzen anbelangt, könntest du Geldverluste durch anderen erleben. Insbesondere während der ersten Monatshälfte. Zu Beginn des Monats kann durch ein Gespräch eine gewisse Spannung entstehen. Eine rasche Aktion beinhaltet Risiken und es stellt sich die Frage, wie du aus einer nachteiligen Situation das Beste herausholst. Möglicherweise wirst du eine große Änderung deines Alltags am Anfang Juli zu Wege bringen oder diese erleben. Dein gesundheitlicher Zustand kann sich deutlich verbessern oder verschlechtern. Bis 10. Juli ist die Lage im Bereich deiner Familie instabil und von Kommunikationsschwierigkeiten geprägt. Das Gleiche gilt bei allen Angelegenheiten, die mit den Themen Wohnung, Reise, Umsiedlung oder Renovierung verbunden sind. Hilflosigkeit, Schuldzuweisung und Angst vor dem, was andere tun können, auftauchen. Diese Aussage betrifft insbesondere den Menschen mit vielen Planeten im 1., 3. und 4. Haus. Zwischen 10. und 19. Juli verspürst du intensive Gefühle und Emotionen. Dies kann geschehen aufgrund einer Unzufriedenheit, die in deinem bisherigen Beruf zu begründen ist. Mit dem Neumond am 12. wird sich eine Situation bis Ende des Monats bis zur Erschöpfung intensivieren. Das, was du dich als unmöglich vorgestellt hast, meine liebe Fische, kann in dieser Zeit auftauchen. Du solltest nicht vergessen, dass du alle Ressourcen zur Verfügung hast. Alle Ressourcen, um Lösungen zu finden und komplizierte Situationen zu überstehen. Diese Aussage kommt besonders zur Geltung, wenn du dich in der Phase des Aufbaus eines Projekts befindest. Ab 26. bist du dabei, deinen Arbeitsplatz oder Büro neu zu gestalten. Deine Aufgabenliste und Tagesablauf sollen sinnvoller gestaltet werden. Deine Arbeitskollegen können ein Grund für Aufregung sein. Im Allgemeinen solltest du nochmals genau überprüfen, ob manche Informationen korrekt angegeben sind. Spätestens bis 19. August wäre es dir ratsam, einen Gesundheitscheck vorzunehmen. Hallo, mein lieber Widder, bis 22. Juli wirst du nicht zur Ruhe kommen können, denn es gibt bei dir viel zu machen aufgrund von Neuigkeiten, die du selbst hervorgebracht hast. Obwohl vieles mit einer Person zusammenhängt, könnte dir ein Gefühl der Unsicherheit dazu bewegen, eine Handlung unabhängig und abgeschlossen zu durchführen. Wenn du dir noch keine Klarheit über eine Person oder Situation bis jetzt verschaffen hast, dann ist die Zeit gekommen, zu riskieren und einen Plan in Tat umzusetzen. Im Juli ist auch anzuraten, einen kühlen Kopf zu bewahren und Emotionen nicht ins Spiel zu bringen. Zum Monatsbeginn dürfte deine Kommunikation mit anderen Personen angespannt verlaufen. Bis 10. Juli sollst du die Äußerung von Vorwürfen und Kritik meiden, denn es besteht ein Potenzial für Konflikt, das man nicht verachten darf. Es ist möglich, dass du auf Prüfung gestellt wirst.
Wenn du verreist, dann könnte ein Unglück oder Ärgernis vorkommen. Insbesondere bei Menschen mit vielen Planeten in 3., 6. oder 8. Haus. Oder im Sternzeichen Widder und Zwillinge. Mit deiner Psyche könnte etwas nicht in Ordnung sein, insbesondere in deinem Alltag. Denn in deinem Alltag solltest du tun, was du tun kannst. Der Rest sollst du lassen. Strebe nicht nach Perfektion, denn diese gibt es nicht. Ab dem 11. Tag des Monats und bis Monatsende hast du die Gelegenheit, eine Situation zum Abschluss zu bringen. Diese beinhaltet intensive Emotionen und Gefühle und einem gewissen Maß an geistiger Tätigkeit. Mit dem Neumond am 13. erlebst du eine tiefe Umwandlung aufgrund von einer ernsthaften Gegebenheit, die dein Lebensfundament erschüttert. Die Erschütterung kann bis Ende Juli zustande kommen. Du dürftest dich von einer Person bedroht fühlen. Der Kontakt zu deiner Mutter oder Familie kann sich vertiefen. In deinem beruflichen Bereich wird eine substanzielle Veränderung durchgeführt und neue Maßstäbe gesetzt. Zwischen 15. und 30. Juli könntest du Auseinandersetzungen mit einem Konkurrenten haben. Konflikt mit einer anderen Person ist sehr wahrscheinlich vor allem am 20. oder 27. Eltern werden mit ihren Kindern viel mehr unternehmen als sonst. Im Allgemeinen soll man in dieser Zeit flexibel sein. Vor allem, wenn man sich Ärgernisse sparen möchte. Ab 23. hast du grünes Licht für das Unternehmen von Freizeitaktivitäten, Urlaub, Partys oder Reisen. Hallo, mein lieber Stier, jetzt bin ich bei dir. Bis 22. Juli wirst du das Bedürfnis verspüren, die Aufmerksamkeit deiner Mitmenschen zu erregen. Jegliche Gespräche auf Austausch oder Interaktion wird rasch verlaufen. Bei allen Lebenssituationen wird Flexibilität und Schnelligkeit verlangt und dies kann für dich eine Herausforderung sein. Wenn du irgendeine Sache in Verbindung mit Familie oder Urkunden zu regeln hast, dann dürften entweder neue Forderungen auf dich zukommen oder es gibt einen Mangel oder einen Fehler, welcher im Nachhinein korrigiert werden soll. Uranus in Stier, Quadrat Merkur in Löwe. Das werden wir im Juli haben und das bedeutet, zum Monatsbeginn gibt es Neues, was auf dich zukommt, was dir Angst und Aufregung bereitet. Möglicherweise bist du total gestresst, entweder weil du nicht so schnell eine Situation schaffst oder das Gefühl hast, die Kontrolle darüber zu verlieren. Bei deiner Arbeit strengst du dich an, aber du siehst trotzdem keinen richtigen Fortschritt zu machen. Also es sieht so aus, als würdest du viel machen, aber weniger schaffen. Ja? Neue Aufgaben, neue Situationen sind ein Grund für Sorge, weil sie komplex und vielfältig sind. Vergewissere dich, dass du deine Kräfte nicht unnötig einsetzt. Im Allgemeinen könntest du unzufrieden mit dir selbst sein. Frustrationen und Missverständnisse können entstehen, unter anderem, weil man sich unter Druck gesetzt hat oder unter Druck gesetzt wird, speziell an den Tagen 1., 3. und 9. Juli. An diesen Tagen sollst du geduldig und diplomatisch in deinem Umgang mit anderen Menschen sein, auch wenn es dir schwer fällt. Zwischen 12. und 13. kann eine Situation oder Person bedrohlich sein. Wenn nicht, dann beschäftigst du dich ernsthaft und konzentriert mit einer Angelegenheit, welche die Themen Familie, Ausbildung oder Beruf betrifft.
Es kann auch sein, dass du dir ernsthafte Gedanken um etwas oder jemanden machst. In Sache Liebe ergibt sich etwas Neues, was sehr positiv ist. Eine neue Abwicklung im Bereich deiner geschäftlichen und privaten Partnerschaften ist sehr positiv zu betrachten. Bis Ende Juli könntest du eine Benachrichtigung bekommen, was eine Veränderung in deinem Leben auslöst. Bei einem Familienbesuch gibt es eine ernsthafte oder angespannte Atmosphäre. In der letzten Monatswoche wird sich dein Kampfmodus aktivieren, denn die Zeit wird reif für eine endgültige Entscheidungsfindung, auch wenn es manche Risiken dabei gibt. Deine Kompromissbereitschaft würde am Monatsende zu einer freundschaftlichen Lösung von Unannehmlichkeiten führen. Mein lieber Zwillinge, ich bin jetzt endlich bei dir. In Juli wirst du eine neue Initiative verwirklichen können, die du dir seit einigen Monaten als Ziel gesetzt hast. Es kann sein, dass du vollkommene Klarheit über eine Person oder Situation endlich hast. Dies ist besonders wichtig, wenn du zwei widersprüchliche Ziele anstrebst. Bis 22. Juli stellt sich der Fokus auf dein Geld, Besitz und Geschäften. Es ist die Zeit, in der du eigenständig zu deinen eigenen Interessen handeln sollst. Möglicherweise bist du viel unterwegs. Beruflich gesehen stellt man ein neues Konzept für die kommende Zeit vor und dies wird schriftlich festgehalten. Bis 9. Juli könnten Missverständnisse mit anderen Personen leicht entstehen. Der Grund ist entweder Unwissenheit bezüglich dessen, was man möchte, oder es gibt einen Meinungsunterschied mit jemandem aufgrund der neuen Gegebenheiten. Geduld, Offenheit und Toleranz solltest du haben, insbesondere zwischen 1. und 5. Juli. Ab 10. und bis Anfang August dürftest du nach mehr Schönheit und Harmonie in deiner unmittelbaren Umgebung streben. Dafür wirst du darauf angewiesen, dich besser zu organisieren, um die Verfügbarkeit von lebensnotwendigen Dingen zu gewährleisten. Die Zeitqualität begünstigt eine Umgestaltung von Wohnungsräumlichkeiten. Mit dem Vollmond zwischen 12. und 13. beschäftigst du dich intensiv und ernsthaft mit einer Person, Thema oder Situation. Es kann sein, dass du dich von jemandem zurücksiehst oder etwas verschweigst, um Streitigkeiten aus dem Wege zu gehen. Ein Machtkampf mit jemandem ist möglich in dieser Zeit. In Sache Geld könntest du bis Monatsende einen kleinen Umbruch erleben oder du könntest große Geldverluste oder Gewinne machen. In Sache Liebe kann sich zwischen 20. und 29. eine Situation ergeben, die für dich selbst oder deinen Partner verwirrend ist. Es ist auch nicht auszuschließen, dass du jemanden in dieser Zeit idealisierst und dadurch dich selbst täuscht. Im Allgemeinen könntest du dich verloren fühlen und eine Antwort, wonach du suchst, wirst du wahrscheinlich nicht finden. Ab 26. dürftest du viel unterwegs sein oder du hast noch viel Papierkram und Aufgaben zu erledigen, mein lieber Zwillinge. Auf jeden Fall wirst du sehr beschäftigt am Monatsende sein. Eine Reise oder gesteigerte Kommunikation mit deinen Mitmenschen wäre in Sicht.